Moin Moin, herzlich willkommen zum 10. Cowork Talk. Ich bin heute in Köln, also wir schauen mal gleich, ob ich überhaupt hier Moin Moin sagen darf. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Wir schauen gleich mal, was hier alles so passiert. Das ist wirklich der spontanste Cowork Talk, den ich aufnehme. Ich bin mit Anna heute zufällig hier eine Straße lang. Wir haben einen Platz gesucht, wo wir eine Telco machen können und welchen Ort wir hier gefunden haben. Das schauen wir erstmal gleich an. Da werden die beiden neben mir ein bisschen was zu sagen. Vielen Dank heute auch wieder für die Unterstützung von CoApp, eure Community-Plattform für Buchen und auch Chatten. Und jetzt geht's los mit den Gästen. Und wer von euch mag anfangen und ein bisschen was über sich erzählen? Okay. Ich bin Georgios, einer der beiden Inhaber mit Fabian zusammen des Beta-Phase Coworking Cafés hier in Köln. Eigentlich mit einer Agentur für Digitalisierung und digitale Transformation unterwegs. Aber wie das entstanden ist und was wir hier aufgebaut haben, das kommt ja gleich noch. Also nur zur Person selber, genau, Digitalisierung, IT, und alles, was mit und bei zu tun hat, das ist eigentlich so mein Handwerk. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie ihr auch gefunden habt und wie ihr dann hierzu gekommen seid, beziehungsweise wo wir hier sind. Aber vorher mag dann auch Fabian sich noch kurz vorstellen. Ich bin Fabian, ich habe eine Agentur für Corporate Events und mache also Firmenveranstaltungen international. Und im Rahmen von Corona sind die immer digitaler geworden. Und dann kam der Georgus irgendwann ins Spiel und so haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir ganz viel zusammengearbeitet und dann sind auch unsere Firmen gewachsen und wir haben gedacht, wir brauchen mal wieder einen Ort raus aus dem Homeoffice, wo wir zusammenarbeiten können. Und haben eigentlich ein Büro gesucht. Ja, und Und was habt das ihr war der gefunden? Start. Gefunden haben wir ein leerstehendes Café, ne, hier am Eigelstein in Köln. Das ist eine kleine Oase inmitten von der Großstadt Köln zwischen Tourismus und Hauptbahnhof, aber in absoluter Abgeschiedenheit und Ruhe. Und haben dann ja dieses Café eröffnet als Coworking-Café, um auch wieder was der Community zurückgeben zu können. Also als eigene Bürofläche, aber auch als Ort der Begegnung. Ne, um sich austauschen zu können oder um Menschen, die jetzt keinen Bock nach 2 Jahren Homeoffice mehr darauf haben, einen Ort zu haben, wo die sich wieder zusammenfinden können. Ne? Also habe ich richtig verstanden, ihr wart eigentlich auf der Suche nach Büros und Räumlichkeiten, aber habt das hier gefunden und dadurch, dass es ursprünglich ein Café war, habt ihr das dann clevererweise miteinander kombiniert und habt jetzt quasi das erste Coworking-Café hier in Köln. Deutschland. In In Deutschland. Deutschland, da müsstet ihr euch wahrscheinlich, glaube ich, mit dem Sandoberholz in Berlin ein bisschen nochmal betteln, wer da wirklich das erste Coworking-Café war. Seit wann gibt es euch hier? Seit Juli 2022, also 10. Okay, Juli haben ja. wir angefangen damit. Genau, das ist halt ein schöner Ort, in dem man so viele neue Leute kennenlernt und Ja. nicht abgeschieden in seinem eigenen Bürozelle vor sich hin arbeitet, ne, Ja. sondern halt den Flow mitbekommt, den Vibe, der hier so im Café passiert, die Kaffeemühle, die rattert, die Menschen, die reden und in der Telco sind die ganze Zeit. Und das auf diesem ruhigen Platz, wo man auch im Sommer draußen sitzen kann, um zu arbeiten. Also nicht das klassische Prinzip von ich gehe ins Büro oder ich gehe ins Fließband oder ich tue das, was alle Generationen vorher schon gemacht haben, sondern ich erfinde mich neu in diesem Platz. Ja. Ne, ein wunderbarer Ort. Und hast du da so ein bisschen einen Überblick für uns und für die Zuschauer, wie viele Coworking Spaces hier so in Köln gibt es ungefähr? Also jetzt mal vielleicht so WeWork, Design Office gibt es ja auch, habe ich schon gesehen, mal ausgenommen. So was eher so in diese Richtung hier geht. Seid ihr da eher alleine? Gibt es auch schon andere? Habt ihr da so ein bisschen Überblick über den Markt? Von dem Gesamtüberblick gibt es bestimmt so 10, 15 Coworking Spaces, also jetzt nicht unbedingt riesengroße, sondern auch so kleine wie wir, durch die Reihe durch, aber ich schätze mal schon, dass das zweistellig sein wird. Ja, genau. Und du hast aber auch schon gesagt, so ein bisschen was Größeres hier aufzuziehen ist relativ kompliziert, weil die Mietpreise natürlich eine Vollkatastrophe sind. Das habe ich schon so ein bisschen Ja, mitbekommen. wir haben auch gute Konkurrenz, ne, mit WeWork und Regus und ich will die gar nicht alle erwähnen, Ja. aber immer das Angebot ist gut, aber etwas in die Richtung, wie wir das sind, ein bisschen gemütlicher, heimlicher, nicht so anonym. Ja, Also ja. wir kennen viele unserer Kunden mit Vornamen und begrüßen sie Genau, auch das ist ja auch eine sofort. klare Positionierung. Also ich war ja auch beim letzten, vorletzten Cowork Talk, war ich ja auch bei Design Office und die sagen ja auch selber, die haben eine ganz andere Kundschaft halt eben auch. Ne? Die,
sind da wirklich mehr auf Firmen oder auf Büroflächenvermietung. Und das, was wir jetzt hier so machen, ist genau viel persönlicher, um die Leute abzuholen, eine Community aufzubauen. Und aber vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was dazu sagen, wer kommt denn dann auch hier so her? Wie viel groß ist die Nachfrage hier? Bräuchtet ihr eigentlich größere Räume? Oder wie ist da momentan so bei euch die Lage? Ich glaube erstmal, der Unterschied zu den Coworking Spaces ist, wir sind nicht gewinnorientiert. Bei uns geht es nicht um die Gewinnmaximierung, sondern wir haben das Schöne, wir finanzieren mit diesem Café unsere eigenen Büroräume, in denen wir hier sind, und haben dadurch aber auch die Möglichkeit, Menschen die Möglichkeit zu geben, hier zu arbeiten, die das sonst vielleicht in einem anderen großen Coworking Space gar nicht könnten, weil unsere Preise deutlich günstiger sind. Wir haben viele Studenten, die schreiben ihre Masterarbeiten oder Bachelorarbeiten hier, und wir wissen, die haben halt selber nicht das große Budget, um hier viel zu bezahlen. Und wenn man hier sitzt und den ganzen Tag nur zwei Tee trinkt, ist das völlig okay. Ja. Und in anderen Cafés, aber auch in vielen Coworking Spaces, entweder zahlst du direkt oder du wirst dann irgendwann rausgeschmissen, weil du nicht genug Umsatz bringst. Ich glaube, das ist erstmal so unser USP auch, den wir hier haben, dass hier jeder herzlich willkommen ist. Ich habe es dir eben vorab schon erzählt, wir haben Seniorengruppen hier, die hier hinkommen, die das ganz toll finden, mit den ganzen jungen Menschen hier zusammenzusitzen. Ja, und wir sorgen uns halt auch sehr darum, dass wir viel für das leibliche Wohl machen von unseren Leuten, die hier sitzen. Das heißt, es gibt bei uns frischen Kuchen, es gibt jeden Tag eine frisch gekochte Mahlzeit im Sommer, die wir kochen. Und man kann vor dem Café super in der Sonne sitzen. Man kann da überall sitzen, genau. Das heißt also, wir haben auch diese älteren Damen, die hier hinkommen, die einfach nur für ein Stückchen Kuchen hier auf die Terrasse kommen. Und so mischt sich das ganz, ganz viel. Und es wird so ein schöner Melting Pot an unterschiedlichen Leuten, die hier zusammenkommen. Und es sind nicht nur diese üblichen Digital Nomads, die man sonst so trifft. Ja. Und gerade nach der Corona-Phase ist das ja wahrscheinlich auch für viele eine Rettung gewesen, nicht mehr im Homeoffice sitzen zu müssen, wo viele dann auch so ein bisschen vereinsamen. Und es gibt ja auch schon erste Untersuchungen dazu, dass es wirklich eine Katastrophe ist, was das an psychischen Belastungen mit sich bringt. Kommen wir vielleicht aber auch schon so ein bisschen zur nächsten Frage. Was glaubt ihr denn, was Coworking oder so ein Ort wie hier auch für die Arbeitswelt, ne, so Arbeit vielleicht sogar ein bisschen in Klammern, für das Wohl des Menschen auch so ein bisschen, aber ein bisschen habt ihr das natürlich schon beantwortet, aber vielleicht könnt ihr da nochmal so ein bisschen mehr zu sagen. Was glaubt ihr, ist eure Rolle, gerade für die Menschen, die auch hierher kommen, ob das jetzt Studenten sind, ob das natürlich Senioren sind, vielleicht mögt ihr da nochmal ein bisschen mehr zu sagen. Also wir selber merken natürlich, du schaffst Begegnungen jeden Tag. Du triffst neue Menschen, kriegst ganz neue Impulse mit, die du auch so, wenn du in dein gleiches Büro mit den gleichen Menschen gehst, ist es halt sehr eingeschränkt. Ja. Und hier hast du halt eine viel, viel breitere Masse auch an Menschen, die du treffen kannst, mit denen du dich unterhältst. Mal draußen irgendwie bei deiner Limo sitzt du auf der Terrasse und kommst wieder mit jemandem ganz Neuen ins Gespräch. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, viele wollen jetzt auch nicht mehr jeden Tag 9 Stunden ins Büro fahren, weil man sich auch seine Freiheit jetzt daran gewöhnt hat, erarbeitet hat während der Corona-Zeit. Aber wenn du 3 Kinder zu Hause hast, dann nutzt du deine Homeoffice-Tage vielleicht trotzdem nicht so gut zu Hause, weil es gar nicht möglich ist, weil du ständig mit anderen Dingen auch konfrontiert bist. Und wir hören von vielen, sie können sich hier viel besser konzentrieren. Mhm. Das heißt, wir haben halt auch viele Angestellte, die einfach hier hinkommen und dann sagen, sie nutzen dann hier die Zeit konzentriert, arbeiten aber hier nur 4-5 Stunden und schaffen das Gleiche, was sie sonst am ganzen Arbeitstag geschafft haben. Und ich glaube, das ist auch jetzt, um es generell zu sagen, du gibst den Leuten die Möglichkeit, das Leben viel individueller zu gestalten. Ja, und das vor allem diese Begegnungen zu schaffen. Das ist ja auch das, was ich immer sage an den Kreativzentren, ne, wo ich Menschen aus verschiedenen Fachrichtungen, Generationen zusammenkriegen will. Weil gerade so unsere Arbeitswelt ist während der Industrialisierung entstanden. So, ne, steht die ganze Fließband, macht den Kopf aus. Und jetzt wollen aber die Arbeitgeber kreative Menschen haben, Eigenverantwortung. Aber wo sollen die Leute herkommen? Wo haben wir wirklich die Möglichkeit, das zu lernen? Wenn nicht an so einem Ort wie hier. So, das ist meiner Meinung nach ja super wichtig. Ne? Und ich glaube, das tragen wir auch so ein bisschen zur Gesellschaft bei, hier so neue Lernorte zu schaffen, neue Begegnungsorte zu schaffen, um dann wieder zu lernen, wie können wir eigentlich leben und lernen, ganz anders wieder miteinander kombinieren. Aber ich glaube, du wolltest auch noch ein bisschen was ergänzen. Ja, das ist ja das telleristische Prinzip, ne? Das schon ziemlich viele Jahrhunderte hinter sich hat. Aber die Bewegung ist ja, dass man nicht zur Arbeit geht und sich hinsetzt und produktiv sein kann. Also es kann nicht geplant sein. Du kannst ja nicht hinsetzen und bist produktiv, außer du heftest den ganzen Tag gewisse Dinge ab. Na, das ist eine Standardaufgabe. Aber um den Kreativitätsprozess zu fördern oder auch die Zufriedenheit beim Mitarbeiter oder bei den Angestellten, musst du ja die Flexibilität haben dürfen, deinen Tag so zu gestalten, wie du möchtest. Und trotzdem hast du dann den gleichen Produktivitätsoutcome, ne, oder die gleiche Arbeitsleistung am Ende. Aber du bist deutlich zufriedener. Vielleicht hast du sogar mehr Produktivität. Ja, aber wir müssen den Menschen ja auch erstmal wieder beibringen, dass sie den Tag so organisieren, dass sie auf sich hören können, damit sie wieder wissen, wann bin ich denn eigentlich am produktivsten. Woher kannst du hinkommen? Ne, ins Café, im Metaphase-Café, weil
Das ist genau dieser Ort. Du kannst arbeiten, du gehst raus auf den Hof, um einen Kaffee zu trinken, kommst wieder zurück, isst einen Toast und arbeitest weiter oder kommst ins Gespräch mit deinem Sitznachbarn. Das kommt so häufig hier vor, dass Menschen sich austauschen auf einmal. Ja. Selbst auch die etwas verschlosseneren, wo man anfangs dachte, die sind etwas verschlossen, die öffnen sich mehr und man findet heraus, dass man Kunde ist von einem Unternehmen, dessen Angestellter gerade gegenüber sitzt. Ne? Also kleine Storys über den Tag verteilt oder man findet Menschen hier, die so wie Künstler, die uns bei uns ausstellen gerade. Das kommt alles nur dadurch, dass wir kommunizieren mit den Menschen und mit fremden Menschen. Ja. Wir kennen ja aus verschiedensten Bereichen halt wieder, ne? Ja. Und wo man da wieder über den Tellerrand gucken kann und sich da mal selber kennenlernen kann, mal andere Branchen, andere Menschen wieder kennenlernen. Und da dann ja auch wirklich, sieht, ihr sagt es ja selber, es ist nicht hier auf Gewinn orientiert, sondern es ist ja wirklich dieses Netzwerk, dieses Umfeld, was man hier aufbaut, von dem man ja dann eigentlich zehrt. So, ne? Also, keine Ahnung, vielleicht neue Aufträge oder man guckt halt, wie glücklich die Menschen auf einmal sind, weil sie sich kennengelernt haben und da wieder Synergieeffekte entstehen. Das ist ja das, was uns ja nachher auch so ein bisschen ausmacht. Du hast vorhin zwar so ein bisschen geschmunzelt, als ich Community Management gesagt habe, aber im Prinzip ist es ja genau das. Ihr baut hier eine Community auf, ihr bringt hier Menschen zusammen, die dann wieder zusammen Sachen machen. Ich habe ja auch unten auch gesehen, viele sitzen zwar auch mit Kopfhörern da und machen dann auch ihre eigene Arbeit, wenn sie ihre Phase haben, ne? Aber du hast dann auch wieder die gesellige Phase, wo man dann halt miteinander redet, wo man dann vielleicht draußen irgendwie in der Sonne sitzt und dann wieder miteinander redet. Und das macht ja genau diesen Alltag so aus. Ja. Wir hatten zum Beispiel am Mittwoch war das eine Diskussion bei uns auf dem Anschlag Campus zur Vier-Tage-Woche. Und da wurde auch, das, was das gemeinsam hat, ist ja, dass man wieder viel mehr rausfindet, wann arbeitet man, was ist wirklich effektiv, was kann man weglassen, ne, wo dann ja viele Unternehmer dann sagen oder Arbeitgeber, ja, dann geht doch zu Hause ins Homeoffice, da seid ihr doch am produktivsten. Und das ist gerade so eine Diskussion, da stehe ich halt auch sehr kritisch gegenüber. Ja. Man sollte die Leute auch nicht wieder zurück ins Büro holen, aber da kann Coworking halt ein richtig guter Kompromiss sein zwischen Homeoffice und Büro. Ne? Wir müssen halt den Menschen nur beibringen, wie organisiert man seinen Alltag. Das war das, was ich glaube am Anfang so in unserem Vorgespräch ein bisschen erwähnt hatte, diese Fähigkeiten zu lernen, Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Empathie, was du ja auch sagst, so, wenn die Menschen wieder miteinander reden, so ein bisschen wieder auf den Gegenüber eingehen zu können und vor allen Dingen auch dieses Agieren unter Unsicherheit. So, das lernt man ja hier. Man kennt die Menschen nicht, aber man geht halt einfach mal rein und redet mit denen. Also ihr habt ja vielleicht auch Beispiele, wo sich Leute hier kennengelernt haben, wo daraus dann Projekte entstanden sind. Gibt es sowas auch? Oder ist es dann wirklich nur so diese einzelnen Gespräche und dann geht es wieder weiter an die Arbeit? So detailliert kann man das gar nicht sagen. Also bestimmt gab es schon sehr viele Fälle, dass sie mindestens Kontaktdaten ausgetauscht haben. Ne? Ja. Also dass es eine erste Kontaktaufnahme gab. Ob daraus Projekte entstanden sind, weiß ich nicht. Von meiner Seite aus kann ich ja sagen, ne, das ist auf jeden Fall passiert. Mhm. Und das passiert auch eigentlich ständig, dass man in Kontakt kommt. Ne? Ja. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber wollen wir mal erwähnen, kurz zu der Homeoffice-Phase in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, die meisten haben keine Lust mehr drauf. Ne? Und merken auch, dass Produktivität halt nicht heißt, dass die Spülmaschine so interessant geworden ist oder die Waschmaschine. Mhm. Ja, weil man muss sich ja gerne ablenken können durch gewisse Dinge. Das macht man gerne im Homeoffice. Hier nicht. Aber trotzdem hast du hier die Kombination, also genau den Mittelpunkt zwischen Homeoffice und Büro, den findest du in einem Coworking Space. Also die beiden Vorteile vereint in einem. Mhm. Und es gibt natürlich auch Bedenken, dass es zu laut wäre, man sich nicht konzentrieren kann, dass es zu viele Gespräche gibt oder man sich ablenkt. Aber genau das ist ja, was wir wollen. Ja. Nicht dieses 100%, ich muss jetzt durchackern, sondern mach deinen Geist erstmal frei und dann sei produktiv. Und ich glaube, man lässt es sich ja auch hier beobachten, wenn dann wirklich mal einer anfängt und da sitzt und produktiv ist und wirklich was schaffen will, dann steckt das die anderen noch alle an. Dann so sitzen die auch da und haben die alle ihre Arbeitsphase. Genau. Das passiert auch durch den Tag hinweg. Ne? Es gibt da so Phasen, wo du merkst, es wird jetzt langsam ruhiger, alle sind hochkonzentriert und dann kannst du in die Stecknadel pfeifen. Genau. Bis die Maschine dann angeht. Die Kaffeemaschine. Dann vielleicht noch so die letzte Frage, was mich noch interessieren würde. Ihr seid jetzt natürlich noch nicht so lange am Markt, aber du erwähntest das ja im Vorgespräch auch schon, es gibt sehr viel Leerstand in Köln. Seid ihr da in Kontakt mit der Politik oder auch mit der Wirtschaft, so mal zu gucken, wie man da vielleicht voneinander lernen kann, wie man da was gegen Leerstand machen kann, sich da so ein bisschen auszutauschen, um auch mal alternative Konzepte vorzuschlagen? Oder sind da noch gar keine Verbindungen? Also, ist in Köln ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil sich gerade so das ganze Stadtbild ein bisschen ändert, gerade so in den alteingesessenen Vierteln, wo wir jetzt auch sind, war eine sehr, sehr beliebte Einkaufsstraße. Hier hat sich aber das Stadtbild verändert durch
auch einen sehr krassen demografischen Wandel, der hier passiert ist. Viele neue Junge, viele Zugezogene. Es ist hier so auch ein zentraler Platz für viele Obdachlose, die hier hinkommen. Mhm. Viel Kriminalität, die sich hier erhöht hat. Und somit sind die alten Einzelhändler alle rausgegangen. Ja. Und das, was sich jetzt hier neu bildet, ist das, was man in vielen Städten sieht. Du hast viele Billigläden, die dann hier reinkommen, die sich das ganz, ganz schnell schnappen. Dönerläden und Friseure. Genau, und das geht halt dann. Und da kämpfen wir gegen. Es gibt hier viele Vereine und Bewegungen, die dagegen kämpfen und versuchen, da wieder was Neues auf die Beine zu stellen. Aber die Stadt dafür zu bekommen, dass sie dafür dann noch das Geld frei machen, ist wieder ein ganz anderer Punkt. Also es gibt die sehr idealistischen Menschen, die auf der einen Seite dastehen. Wir haben auch einen regelmäßigen Kunden, der im Stadtrat sitzt, der hier auch ganz viel ist, der gerne ganz viel bewegen würde, ja. Aber er kämpft gegen den. Ja. Genau, weil irgendwo muss es ja anfangen. Und vielleicht hat es ja auch einen Grund, warum ich heute hier bin. Wir sind da ja in Kiel auch schon in Schleswig-Holstein schon einen ganzen Schritt voran. Und ich bin sehr gespannt auf weitere Gespräche. Mal schauen, wozu mein Überfall hier so nachher beigetragen hat. Fabian, Georgios, vielen, vielen Dank, dass ihr den Überfall so flexibel genutzt habt und jetzt einmal hier im Co-Talk gesessen habt. Euch wünsche ich einen schönen Nachmittag bzw. dann auch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Co-Talk. Bis dann!